Hallo allerseits. In diesem Video zeige ich einige gute Programme, mit denen Sie einen Festplattentest durchführen und die Fehler beheben können. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Die meisten alten Festplatten haben Fehler und fehlerhafte Sektoren, die sogenannten fehlerhafte Blöcke. Solche Sperren können zu unerwünschten Folgen führen. Sie können wichtige Informationen verlieren. Es ist nur einige Fragen der Zeit. Um Datenverlust von der Festplatte zu vermeiden, wird empfohlen, diese auf fehlerhafte Sektoren zu überprüfen. Es gibt Dienstprogramme, mit denen Sie Ihre Festplatte testen und sogar solche Sektoren reparieren können. Das Windows-Betriebssystem verfügt über integrierte Dienstprogramme zur Überprüfung der Festplatte auf Fehler, das Dienstprogramm chkdsk. Dieses Programm dient jedoch nicht zum Diagnostizieren und Testen der Festplatte. Daher möchte ich Ihnen andere effiziente Dienstprogramme zum Testen und Korrigieren von Fehlern auf der Festplatte vorstellen. Also fangen wir an. Das Programm auf unserer Liste ist der HDD Regenerator. HDD Regenerator ist eine professionelle Software zum Diagnostizieren, Scannen und Korrigieren von Festplattenfehlern. Dieses Dienstprogramm kann Fehler, Probleme und fehlerhafte Blöcke nicht nur finden, sondern auch beheben. Mit anderen Worten, Sie können es als Werkzeug zum Reparieren fehlerhafter Festplattensektoren verwenden. HDD Regenerator kann auch als Werkzeug zur Wiederherstellung beschädigter Dateien verwendet werden. Wenn einige Daten nicht gelesen werden können oder eine Festplatte erkannt wird, aber nicht unter Arbeitsplatz angezeigt wird, hilft Ihnen die Anwendung, die beschädigten Cluster zu umgehen und die Programmdateien zu lesen. Es gibt einen speziellen Test für die Überprüfung der Leistung der Festplatte, die SMART, sogenannte SMART. Daten helfen dabei, zusätzliche Informationen zu erhalten. HDD Regenerator enthält alle erforderlichen Werkzeuge zum Testen und Beheben von Festplattenfehlern. Das Programm unterstützt die Dateisysteme FAT und NTFS, verfügt über detaillierte Statistiken zur Leistung und zum Status der Festplatte. Es ist möglich, ein bootfähiges USB-Stick oder eine bootfähige Festplatte zu erstellen. Press-Scan-Modus, schneller Scan der Plattenoberfläche. HDD-Überwachung in Echtzeit. Für weitere Informationen zur Verwendung dieses Programms haben wir ein separates Video auf dem Kanal. Einen Link dazu finden Sie in der Beschreibung. Als nächstes folgt der Windows Drive Fitness Test. Windows Drive Fitness Test, WinDFT, ist ein weiteres kostenloses Diagnosendienstprogramm für Festplatten aller Art und Hersteller, das vom Hersteller von Western Digital Festplatten, vormals im Besitz von Hitachi, verwendet wird. Die Möglichkeit, damit zu testen, ist jedoch nicht auf WD- oder Hitachi-Festplatten beschränkt. Das Programm enthält nicht nur mehrere Funktionen zum Scannen von Festplatten, sondern auch die Möglichkeit, Smart Attribute anzeigen und eine Festplatte zu bereinigen. WinDFT kann unter Windows ausgeführt werden, scannt oder testet jedoch nicht die Festplatte, auf der das Betriebssystem installiert ist. Das Dienstprogramm unterstützt externe Festplatten und andere USB-Sticks. Es werden nur unterstützte Festplatten in der Liste angezeigt und Informationen dazu. Seriennummer, Firmware, Version, Kapazitätsstatus. Wenn Sie zweimal auf die Festplatte klicken, wird der Smart-Status angezeigt. Es ist auch möglich, Quick-Test oder Ex-Test zu wählen. Sie können eine oder mehrere Festplatten gleichzeitig testen. Die Schaltfläche Utilities ist ein erweitertes Menü, das in einem von Hauptfenster getrennten Fenster angezeigt wird.
Daraus können Sie eine der zusätzlichen Funktionen des Programms auswählen. Löschen der Partitionstabelle, Bereinigung der Festplatte, Kurztest, Langtest und so weiter. Wenn Sie nicht von der Festplatte booten können, kann WinDFT im Live-CD-Modus ausgeführt werden. Dieses Programm führt Tests durch, ohne Daten auf einer Festplatte zu überschreiben, die für die Wiederherstellung von Daten wichtig sind. Weitere auf unserer Liste C-Tools für Windows von Seagate. Seagate ist ein kostenloses Tool zum Diagnostieren und Korrigieren von Fehlern sowie zum Testen der Festplattenleistung. Dieses Dienstprogramm kann Probleme auf der Festplatte erkennen, bevor Sie sich an das Service Center wenden müssen. Leider ist dieses Programm nicht mit allen Festplattenmodellen kompatibel. Es funktioniert nur für Festplatten von Seagate. Das Dienstprogramm kann die folgenden Probleme erkennen: beschädigtes Festplattendateisystem, fehlerhafte Blöcke, Windows-Lese- und Treiberfehler, Systemfehler, inkompatible Hardware, Probleme mit dem Windows Bootloader MRB, das Vorhandensein von Viren, Schlüsselprotokollen und anderen schädlichen Anwendungen auf der Festplatte. Um zu beginnen, müssen Sie einen Test für die Diagnose auswählen und ausführen. Nach Ausschluss erhalten Sie ein Ergebnis mit einem detaillierten Bericht. Wenn die Festplatte den Test bestanden hat, wird das Pass-Symbol angezeigt. Andernfalls wird Fail angezeigt. Beachten Sie auch, dass das Testen einer Festplatte bis zu 4 Stunden dauern kann. Um Zeit zu sparen, können Sie aus 3 Testmodi auswählen. Seagate C-Tools kann Festplatten nach fehlerhaften Sektoren durchsuchen und diese reparieren. Die Wiederherstellung erfolgt durch Versuch des Wiederherstellens fehlerhafter Blöcke oder durch Schreiben von Nullen. Mit dieser Methode können Sie problematische Sektoren beim Lesen oder Schreiben einer Festplattenstruktur ignorieren. HDDHERS ist ein weiteres kostenloses Dienstprogramm zum Testen einer Festplatte und zum Überwachen ihres Integritätsstatus. Überprüft die Festplatte auf Fehler und gibt eine Prognose der Arbeit, Gesundheitsindex. Es besteht eine Möglichkeit, SSD und HDD zu überprüfen. Im Hauptfenster des Werkzeugs sehen Sie folgende Informationen: Hersteller, Modell, Firmware, Version, aktuelle Temperatur der Festplatte oder SSD, allgemeiner Zustand der Struktur und andere Attribute im Menü erweiterter Informationen. Wie andere Diagnosetools liest HDDHERS technische Informationen von Smart, die die aktuelle Leistung des Geräts bestimmt, ab. Die Software enthält keine weiteren Komponenten, um Fehler zu erkennen und das Vorhandensein beschädigter Blöcke zu überprüfen. Das Programm eignet sich zur schnellen Diagnose der Festplatte und, falls deren Zustand nicht kritisch ist, laden Sie die Anwendung auf der offiziellen Webseite herunter. HDD-Scan. HDD-Scan ist ein kostenloses Festplattendiagnosenwerkzeug, das auch Smart liest, den Status der SSD und anderer Parameter überprüft. Bei einem Platentest erhalten Sie eine Protokolldatei mit detaillierten Informationen zu Ihrem Zustand. HDD-Scan unterstützt verschiedene Speichergeräte, RAID Arrays, IDE, SATA und SSD-Festplatten sowie USB-Sticks. Mit diesem Dienstprogramm können Sie den Datenträger auf Fehler überprüfen, die von grundlegenden Windows-Dienstprogrammen nicht erkannt werden können, nämlich schlechte Blöcke und Sektoren. Durchführen verschiedene Tests, Lesen, Überprüfen und Löschen der Platenoberfläche. Es gibt eine Temperaturüberwachung für alle an den Computer angeschlossenen Festplatten sowie den Export von Daten in Form eines benutzerdefinierten Berichts. Nun, wie ich zu Beginn des Videos sagte, hat Windows ein eingebautes Hilfsprogramm zur Überprüfung der Festplatten. CheckDisk, Disk, Windows 10 und Windows 8 überprüfen die Datenträger bereits automatisch auf Fehler. Sie können den Test jedoch auch manuell starten. Öffnen Sie dazu die Eigenschaften der gewünschten Festplatte, wechseln Sie zur Registerkarte Service und klicken Sie auf Check. Oder führen Sie den Befehl chkdsk in der Befehlszeile aus.
Mit diesem Dienstprogramm können Sie nur die wichtigsten Dateisystemfehler finden und beheben. Leider kann nicht nach allen Arten von Fällen gesucht werden und das Festplattenlaufwerk kann nicht diagnostiziert werden. Mit CHDSK können Sie jedoch Fehler auf Speichergeräten beheben und sogar einige beschädigte Partitionen reparieren. Infolgedessen werden solche Abschnitte auf besondere Weise gekennzeichnet und andere Werkzeuge werden Sie beim Lesen und bei der Aufzeichnung ignorieren. Weitere Informationen zur Überprüfung und Behebung von Festplattenfehlern mit diesem Programm finden Sie in unserem anderen Video. Unter diesem Video finden Sie einen Link dazu. Abschließend möchte ich sagen, dass dies keine vollständige Liste der Werkzeuge zur Diagnose von Festplatten ist. Dieses Video stellt nur einige der beliebtesten vor. Bei Bedarf finden Sie unter dem Video weitere kostenlose Hilfsprogramme. Disk Checkup, G-Smart Control, Samsung HU Teal, Bartz Staff Test, HT-Tune, Easys Drive Check, Macroid Scheibenscanner, Areolic Scheibenscanner Victoria. Und das ist alles. Hoffentlich hat Ihnen dieses Video gefallen. Abonnieren Sie unseren Kanal, Daumen hoch. Falls Sie Fragen haben, stellen Sie die in den Kommentaren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Tschüss.